Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Und ja, alles was war, ist scheißegal. Alles was jetzt in der Weekend League kommt, eigentlich auch. Ich wollte wenigstens 3 erreichen, das habe ich geschafft. Und das, ja. Okay. Und das bedeutet, wir können jetzt die restlichen 4 Spiele komplett befreit aufspielen. Wir werden mal Miralas reinnehmen, so. Und ja, Action los. 4 Spiele noch. Dann haben wir es geschafft. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Gold 3 reicht mir aus. Klar wäre es cool, wenigstens wieder Gold 2 zu erreichen. Einfach, weil. Das Lila, genau. Einfach, weil ich dann keinen neuen Negativrekord einstelle. Wobei es jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich meine, ich spiele mit der Premier League, das ist was anderes. Ich mag die Mannschaft nicht so ganz. Ich spiele damit nicht so gerne. Ich bin damit nicht eingespielt. Also es gibt ja genügend Gründe, warum es nicht so läuft. Ich habe auch sehr häufig die schlechtere Mannschaft. Hier haben wir mal ein 4-2-2-2. Und er hat Sigurdsson in Form als linken ZOM gespielt. Also der stellt bestimmt jetzt um, weil Sigurdsson ist sehr langsam, soweit ich weiß. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Ich bin gespannt, ob er wirklich mit dem Team so spielt. Ich versuche natürlich jetzt trotzdem, jedes Spiel noch zu gewinnen. Klar. So gut zu spielen wie möglich. Aber ich weiß halt, dass es schwer wird, weil die echt viele Pässe verkacken, wo ich mich frage, hä? Ist das so schwer gewesen, der Pass? Ja, ich hab's versucht, aber er war damit beschäftigt, lieber dem Gegner vom Ball abzuhalten, als. Schade. Super krass durchgesteckt den Ball. Schade natürlich, dass wir vorher, als wir den Ball mit, ich glaube Smalling war es, raustackeln, er genau wieder im Fuß des Gegners landet. Wodurch er halt zu diesem Abschluss kommt. Der Pass, der zum Abschluss führt, war aber gut, also da kann man nichts sagen. Der soll eigentlich schon so weitergehen, aber okay. Scheiße. Wieder hat er Glück, dass er den zweiten Ball bekommt. Gegner spielt nicht wirklich gut. Er rennt total aggressiv, einfach immer mit irgendeinem Spieler auf den Ballführer drauf. Wieder hat er Glück. Er war zuletzt dran, nice. Da müsste ja eigentlich wieder mal ein Foul gewesen sein, habe ich Glück. Hallo, da ist jemand verletzt. Wartet doch mal. Wieder bekommt er den zweiten Ball.
Oh, geil mitgenommen. Geil mitgenommen, Delofeu. Richtig geil mitgenommen. Ganz in Ruhe. In der Halbzeit würde ich vielleicht die Formation wechseln, aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass der Gegner wirklich gut spielt. Und ich hoffe und denke, dass wir hier definitiv die Chance haben. Oh, wir haben mal den zweiten Ball. Nice. Hoffe und denke, dass wir hier die Chance haben, das Spiel unentschieden zu schießen und dann vielleicht auch zu drehen. Schade. Und wieder bekommt er den zweiten Ball. Ist unglaublich. Geil. Und natürlich macht Tschechen Fehler. Ja, scheint mal wieder ein Geschenk gespielt zu werden. Geil. Freut mich. Kann man auch mal machen. Okay, ich glaube, das war ein Eigentor. Ich glaube, das war ein Eigentor. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Da habe ich wenigstens nicht Gefühl gehabt. Sehr schön, dass wir hier den Anschlusstreffer machen. Ist auch absolut verdient. Aber was war das denn für ein merkwürdiges Tor? Wer hat denn das gemacht? Hä? Jetzt bin ich aber gespannt. Eigentor. Ja, es ist ein Eigentor. Der prallt einfach von der Schulter ab. Von der Schulter beim Gegner prallt er ab und dann geht er halt rein. Das sage ich doch, ist ein Eigentor. Sehr geil. Passt mal auf, am Ende wird jetzt die Engine wieder sagen, dass es der Freistoßschütze war. Ist dann da gerade Bailly? Dass der Torschütze von mir Bailly war? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Dieser Matic schaut echt geile Schüsse raus, ey. Fuck. Okay, ich glaube, wir können die Formation erstmal lassen. Eigentlich haben wir ganz gute Chancen rausgespielt. Ich glaube nicht, dass eine andere Formation unbedingt besser funktioniert. Aber wir hätten mal auf Reus und Dembele wechseln sollen. Wenn wir das Spiel nicht noch drehen, dann weiß ich auch nicht. Da fällt mir gerade ein, hätte ich vielleicht vorm Spiel eine Fitnesskarte einsetzen sollen. Daran habe ich gar nicht geguckt. Ich hoffe mal nicht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Eieieiei. Sehr schön. Boah, kein guter Pass.
Sag doch, da verteidigt einfach nicht gut. So, Reus. Hallo? Ja, war natürlich ein Foul von Firmino. Firmino sage ich schon wieder. Fernandinho. Och Mann. Ja! Ja! 2-2! So verdient! Cassola, schönes Tor! Ja! Wichtig, genau, noch ein 3-2 draus, ey. Das, wir sind so drückend, da sagt der Gegner schlecht. Machen wir noch ein schönes 3-2, ey. Ich glaube, ich bleibe sogar offensiv, aber einfach. Damit so viel. Nein! Oh, danke, schlechter Abschluss. Wie er einfach wieder vorbeilaufen konnte mit seinem Scheißwart, wie mir das auf den Sack geht, ey. Dummes Verteidigungsverhalten von Smalling. So zum Kotzen. Ding ist, ich weiß auch einfach fast immer, wo der hinpasst und ich schaff's aber oft nicht. Boah! Schaff's aber halt oft einfach nicht, den Pass zu unterbinden. Schon wieder konnte Vardy einfach durchrennen und zum Abschluss kommen. Was ist denn los? Was ist denn da los? Versteh's einfach nicht. Alter, wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Er macht immer die gleiche lächerliche, dumme Scheiße, die einfach total einfach zu verteidigen ist, wenn die mal keine Scheiße bauen würden. Oh. Das gibt's doch nicht. Ich dominiere ihn die ganze Zeit und kaum steht's unentschieden, rennt er einfach nur durch. Er macht nichts. Er spielt keine Tore raus. Fuck. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 8, Gilfie. Coming onto the pitch, number 11, Sadio Mane. Goal for the visitors. Number 9,
Oh ja, lag da wieder im Ballbesitz, ey. Jetzt geht's wieder los, pass auf. Scheiß Lacker, ey. So unverdient, dass er jetzt 4-2 führt. Klar, das war am Ende jetzt schlecht getackelt, muss ich zugeben. Aber trotzdem, er macht nichts. Er macht immer die gleiche Scheiße, ey. Fuck. Ich verliere wirklich gegen den. Es ist unglaublich. Das, nachdem ich das 2-0 aufhole. Natürlich komme ich nicht zum Abschluss. Macht immer die gleiche Pace-Hor-Scheiße, ey, zum Kotzen. Er dribbelt weder gut, noch macht er irgendwas kombinatorisch gut. Er wartet einfach nur, bis seine Scheißspieler da irgendwie eine dumme Lücke befinden, weil meine Verteidiger wieder keinen Bock haben, irgendwas zu machen. Fuck, und vor allem, ich dominiere ihn die halt, also was heißt die Hälfte, das Dreiviertelspiel über dominiere ich ihn hardcore-mäßig und kaum die zu unentschieden, kann er einfach wieder mit seinem Babyspiel durchkommen. Ich verstehe es einfach nicht. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Was ist denn da plötzlich jetzt anders? Ich habe sogar am Anfang auf Offensiv versucht weiterzuspielen. Ja, Reus, genau. Dass der dann so ein Ding verschiebt. Ich meine, wir hätten eh das nicht mehr geschafft. Es steht 4-2. Aber es ist halt einfach nur dumm, dumm, dumm. Der Gegner ist so schlecht gewesen. Der hat so unglaublich schlecht verteidigt. Einfach immer nur behindert auf den Spieler drauf gerannt, der die Ball hatte. Das ist unglaublich. Oh Gott. Ich habe mich so gefreut, als ich dieses 2-0 aufhole. Und dann werde ich wieder gebumst einfach. Ich schieße nochmal zwei Lackertore. Okay, das 4-2 war kein Lackertor, das muss ich zugeben. Da hat er natürlich trotzdem Glück, dass er da einfach wieder nichts machen muss für das Tor, also kein spielerisches Können mitbringen muss, sondern einfach nur auf einen schnellen Spieler passen, da schießt das Tor, bumps aus Nikolaus. Und das Blöde ist, das hat ja vorher schon ein paar Mal geklappt, Vardy hatte zwei, drei Großchancen noch, wo er nichts macht, er kombiniert sich nicht durch oder sowas. Er spielt einfach nur einen behinderten Pass auf ihn, weil meine Verteidiger keinen Bock haben und ihn durchrennen lassen. Normalerweise passiert das noch nicht. Das ist unglaublich. Ich verstehe es einfach nicht. Zwei Spiele, müssen wir jetzt mit Kane spielen, scheiß drauf. Geht ja eh um nichts mehr. Boah, mich regt's aber halt so auf, weil der Gegner hat so schlecht gespielt. Der hat wahrscheinlich das schlechteste Verteidigungsverhalten von dieser Weekend League an den Tag gelegt, wirklich. Und nach vorne hat er ja auch nichts gezeigt. Also klar hat er mit 4 Toren am Ende dann auch irgendwo verdient gewonnen, weil er hatte ja noch mehrere Chancen. Aber das Ding war, es sieht wahrscheinlich anders aus, weil man es nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn man es nicht selber steuert. Aber ich habe das ja gemerkt, also er hat einfach nichts gezeigt, er hat nichts gemacht. Ich konnte jeden Pass vorher an, konnte mich aber nicht in den Passweg reinstellen. Aber das Allerschlimmste war nicht das, sondern die Tatsache, dass meine Verteidiger ihn haben einfach durchrennen lassen, dass sie dann keinen Bock mehr hatten, irgendwas zu machen. Das war das Schlimme. Haben gespielt wie, weiß ich nicht. Als wenn sie ein paar Klassen tiefer spielen würden. Boah, krass. Oh, es ging aber auch schon wieder los mit dem ersten Tor. Ich habe im Mittelfeld den Ball, er spielt einfach weiter. Aber das war ja in dem Spiel auch super auffällig, wie er einfach so oft den zweiten Ball hatte. Halt auch in wichtigen Situationen vor meinem Tor. Keine Ahnung, was gealbert soll, aber jetzt der Ball weg. Ah, schade. Mach's gut. Schade, da war eine kleine Gasse, aber die war dann schon wieder zu.
ich wollte gerade passen. Oh, ja genau, es war ein Foul. Krasses Foul. Wäre der Ball nämlich wieder weg gewesen aus seinem Gealber. Boah, solche riskanten Pässe. Und sie gehen nicht ins Auge. So wirklich durchkommen wir nicht. Das war natürlich ein miserabler Pass. Ich denke, es ist aber auch klar, dass er nicht da hingehen soll. Kane. Ach ja, wir spielen jetzt mit Kane, fällt mir gerade ein. Gar nicht mehr daran gedacht, dass wir mit Kane spielen. Krass. Und er macht sein Tor mit dem schwachen Linken. Er ist Rechtsfuß. Und er hat nur 3 Sterne auf dem schwachen Linken. Und ist wieder drin und macht ein Tor. Nice. Ich habe echt nicht mehr daran gedacht, dass ich Kane habe. Krass. Aber gefällt mir. Nice. Wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt wegen ihm gewinnen, wäre es natürlich echt lustig, weil wir ja ihn nur als Notnagel drin haben. Traurigerweise hat der V halt auch super wenige Tore gemacht. Ne? Also ich weiß gar nicht, was der für Scorerwerte hat, aber... Es könnte sogar sein, dass Lukaku weiterhin die besten Scorerwerte hat, wobei er hat halt auch viele Elfmeter gemacht. Die konnten die restlichen Spieler ja nicht machen. Oder haben sie nicht gemacht, weil sie einfach keine Elfmeter hatten. Interessant, dass das nicht als Foul gewertet wird. Ich meine, was war das gerade? War das ein Pass oder was für ein Kane? Das war natürlich ein ganz klares Foul, meiner Meinung nach. Krasser Pass. Danke, Schiri. Oh, und wieder so ein riskanter Pass, der funktioniert. Und der zweite Ball bei ihm. Bin überaus froh, dass der nicht reingeht, weil es war jetzt schon wieder. Ja, wieder so typisch ist. Es lag mich mal vor, keine Ahnung. Ich denke, Alba funktioniert wirklich meistens nicht. Glücklicherweise. Aber er hat halt wieder mal den Einwurf. Also, ja, könnte man jetzt schon fast als zweiten Ball bezeichnen.
Dann probiert er schon aus der Distanz, gutes Zeichen. Ich meine, war jetzt auch nicht die allerbeste Situation für den Distanzschuss. Das hat er gut durchgesteckt. Ich weiß nicht, ob er hier auf den Elfmeter gehofft hat. War auf jeden Fall merkwürdig gespielt. Gegner hat zwar ein bisschen mehr geschossen, aber hat auch ein bisschen mehr Glück gehabt, würde ich sagen. Ich denke halt einfach, dass mein Spielstil nicht gemacht ist für die Lackerdinger. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir anders nicht erklären. Entweder habe ich wirklich so eine krasse subjektive Wahrnehmung. Oder es liegt halt wirklich daran, dass je mehr man trickst, desto mehr knappe Situation generiert man, wo dann auch mal. Boah. Schwache Ballannahme von Kane. Wo dann halt auch mal so ein zweiter Ball für einen kommt. Ich weiß es nicht. Also anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Kane ist natürlich deutlich kopfballstärker als Defoe. Vielleicht kommt das jetzt zum Vorteil. Oh, er kommt zumindest zum Kopfball, aber wurde noch abgewehrt. Na. Ich wollte gerade sagen, na endlich funktioniert so ein riskanter Pass mal nicht. Hat natürlich nicht geklappt. Zweite Ball ist wieder beim Gegner. Ja, und wenn der zweite Ball nicht bei ihm ist, ist es halt ein Foul. Hab eindeutig zuerst den Ball gespielt mit Smalling. Fällt mir gerade ein, was ist mit Reus und Dembele? Oh, habe ich etwa schon wieder vergessen, meine Fitnesskarte auszupacken? Fuck, man. Also jetzt hätte man auf jeden Fall vom letzten Spiel eine Fitnesskarte gebraucht. Ach du Gott, ey. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn ich hier verliere und oder in die Verlängerung muss oder so, weil die Ausdauer komplett im Arsch ist, weil ich vergessen habe, Fitnesskarten zu verteilen. Seht ihr mal, wie egal mir mittlerweile die Spiele sind, dass ich selbst Fitnesskarten vergesse. Wieder ein riskantes Rausspiel und zweiter Ball ist bei ihm. Ja, schöne Ballannahme von Sterling. Macht mir jetzt auch wieder mein. Das ist das nächste. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die gegnerischen Spieler so oft Probleme bei der Ballannahme haben. Wunderbar. So auch Probleme bei der Ballannahme haben, oder? Also wäre mir jetzt auch neu, dass der Ball ihn häufig verspringt, die solche komischen Spreitschritte machen, etc. Also das wäre mir alles ziemlich neu, muss ich zugeben. Schade, Dembele, aber wieder gut rausgespielt. Und wieder funktioniert sein Gealber nicht. Oh, ich bin so blöd, ey. Das war jetzt eigene Dummheit. Ball einfach zu weit zum Gegner vorgelegt. Schade, das hat er leider gut antizipiert. Schön, wieder so ein verfluchtes Lackertor. Bailly ist am Ball und schafft. Und ich drück und er macht nichts. Er läuft wieder einfach durch mit dem bekloppten Eriksen und schießt das Tor.
Oh, schieß doch einfach, Kane. Wo bleibt mein Lagerturm? Wo bleibt mein? Ich laufe mal einfach durch mit dem zweiten Ball. Er macht so viele Fehler. Es ist so krass. Und er kriegt sie einfach nicht bestraft. Wieder. Ich weiß nicht, wie oft er noch hängen bleiben muss in der Mitte, bevor ich hier irgendwie Profit rausschlagen kann. Krass. Kane macht einen Doppelpack. Ich glaube, damit hat er sich jetzt auch auf jeden Fall gesichert, dass er im nächsten Spiel spielen darf. Also, ja, wer dann so ein Spiel entscheidet, den belohne ich natürlich. Es wäre jetzt auch lustig, wenn der jetzt in den nächsten Spielen einfach 100 Tore schießt und ich dann mir denke, warum hast du den überhaupt rausgenommen? Warum hast du so eine Odyssee durch die ganzen Stürmer gemacht, wenn er so abgeht? Ja, also meiner Meinung nach war er eigentlich fast eher der Verteidiger am Ball, oder? Aber es zählt für Kane. Also, war wieder mal die Hit-Detection. Die Hit-Detection. Falsch. Und FIFA 17 wäre das so, als wenn. Also FIFA 17 wäre das nicht, sondern FIFA 17 hat es. Hat die Hit Detection halt so gehabt, dass. Dass Kane vorher am Ball war und der schießt das halt dann ins lange Eck rein. Sehr, sehr gut. Kann man von mir aus auch als Luck bezeichnen, ist mir egal, weil der Gegner halt auch ein Lacker Tor, Ausgleich eine Gerechtigkeit. Also jetzt wo? Ich meine, es ist Zeit für mich, aber ich verstehe es gerade nicht so richtig. Dafür hat er so lange rumgealbert. Kann auch sein, dass er dann irgendwann die CPU geschossen hat. Ich weiß es nicht. Dann können wir jetzt auch rumalbern und auf Zeit gehen, würde ich sagen. Hat er eh genug rumgealbert im Spiel? Ja, war genau der, den ich anflanken wollte. Das ist gut. Okay, ich dachte, es springt da wenigstens eine Ecke bei raus. Habe ich mich wohl gehört. War jetzt natürlich auch wieder mehrfach. Zweimal war man wieder im Ball drin, hat nichts gebracht. Naja, egal. Gewonnen ist gewonnen, ist auch verdient. Es freut mich, dass dann halt so ein Rumalberer, der hier übers Lack kommt, glücklicherweise dann doch nicht das Spiel gewinnt oder halt noch irgendwie in Verlängerung geht. Zwei Tore, beide von Kane, Vorlagen Reus und der andere gibt's nicht. Und ja, Kane, du bleibst natürlich jetzt drin. Ich meine, du hast nicht umsonst zwei Tore gemacht. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen Sieg und dann haben wir sogar noch unser unsere schlechteste Serie wieder erreicht, nämlich 13 Siege, das wäre schon geil. Also Gold 1 können wir nicht mehr werden, das ist scheißegal, aber Gold 2 wäre schon cool. Nochmal 10.000 Münzen mehr, wäre nicht schlecht, da hätte ich Bock drauf. Das sehen wir in der nächsten Folge, liken, oh ne, bevor ich es vergesse, jetzt erstmal Fitnesskarte rein. Und ansonsten dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, und wir gucken mal noch schnell, was Kane für eine Scorerwertung hat. 14 Spiele, 5 Stück, und er hat jetzt gerade 2 Scorerpunkte gemacht. Aber er hat halt jetzt 2 gute Tore gemacht, was soll ich machen, Mann? Er bleibt auf jeden Fall jetzt erstmal drin, wahrscheinlich auch die nächsten 2 Spiele dann, weil er hat uns gerade das Spiel gewonnen. Und es waren auch nicht super einfache Tore. Ich glaube, er hat beide Tore mit seinem schwachen Linken gemacht, oder? Ja, ich glaube, wenn mich rechnen sind, müssten das beide mit dem schwachen Linken gewesen sein. Also das spricht ja schon mal für sich und heißt, oh ja, Baby, du bleibst drin. Und Inform the Foe, wie gesagt, hat leider auch nicht so viel gezeigt. Aber das Ding ist halt auch einfach,
das Team an sich ist nicht stimmig durchgearbeitet, weil ich habe halt ja nicht so viel Zeit reingesteckt und habe jede Position hinten bis vorne ausprobiert etc. Das hängt ja auch immer damit zusammen, wie die anderen spielen, was bringen die für Vorlagen und so weiter und so fort. Also das ist halt schwierig zu bewerten. Und von daher weiß man jetzt auch gar nicht so richtig, wer von den Stürmern jetzt vielleicht mit einem anderen Hinterfeld besser funktionieren würde. Aber ich denke, diese 4 Scorerpunkte ohne Elfmeter in 10 Spielen, die sind schon nicht schlecht. Und ich weiß nicht, ein Spiel müssen wir mindestens abziehen. Also 4 Scorerpunkte in 9 Spielen ist eigentlich okay. Aber trotzdem, er ist auch immer noch verletzt, aber auch trotzdem werden wir jetzt Kane weiter spielen. Und da Defoe weiter verletzt ist, ist auch egal. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.